In den Urlaubreisen stellt sich hingegen immer dieselbe Frage. Was macht man mit dem Haustier? Für Hund und Katz gibt es Hotels, doch kleine Nager bleiben da meist außen vor. Die Meerschweinchenfarm von Birgit Bravo schafft da Abhilfe. Wir haben das wohl putzigste Feriendomizil Österreichs besucht. Der Morgennebel hängt noch tief in Neukirchen an der Vöckler. Aber im Garten der Grafikerin Birgit Bravo sind die quirligen Bewohner schon längst auf den Beinen. Willkommen in Österreichs erstem und einzigen Meerschweinchenhotel. Also die Idee zur Meerschweinchenfarm war dieses, ich wollte als Kind immer schon mit ganz vielen Tieren zusammenleben und mein erster bester Freund war ein Meerschweinchen. Und jetzt war das sehr naheliegend, halt, dass ich und meine Farm, mein Meerschweinchen. Ich habe nicht genau gewusst, was es ist, aber ich habe gewusst, ich will das machen und bin mit jedem Schweinchen gewachsen und bis zu der Dimension, die was es jetzt angenommen hat. Und die Dimension ist beachtlich. So, oder Schweindis? In Spitzenzeiten findet man hier über 100 Nager, die in verschiedenen Teilbereichen leben. Das ist jetzt die Fixbetreuungen und da sind jetzt 13 Meerschweinchen herinnen und das ist immer so die stärkste Gruppe, die was sehr viel klettert. Und darum hat die Pension eigentlich, wo es sich, da ist alles sich verwinkelt und unterkellert und so. Und oben, das sind eher die Pensionisten, die brauchen alles sich ebenerdig. 30 sind immer fix da und plus minus halt Feriengäste. Im Gegensatz zu anderen Tierpensionen hat sich Birgit Bravo ausschließlich auf Meerschweinchen spezialisiert. Im Laufe der Jahre entstand eine ganze Stadt für die Fellknäuel. Die Feriengäste kommen sowohl aus den Bundesländern als auch aus dem Ausland. Heute bringt eine Kundin aus Linz schnell noch ihre Lieblinge vorbei. Hallo Katrin! So, hereinspaziert. Ich habe zwei Meerschweinchen daheim und wir fahren jetzt dann auf Urlaub. Birgit kümmert sich wirklich super. Meine kriegen auch ein bisschen eine spezielle Ernährung. So, schau her, das an. Auch gerade Feriengäste da. Sissi und Igor bleiben zwei Wochen hier. Du, Katrin, magst du eh, dass sie da in der Pension sind? Ja, voll gern da wieder bei der Ritterburg, das war genau. Super. Bei der Meerschweinchenfarm haben sie die Angebote einfach so entwickelt. Hauptsächlich geht es um ein Betreuungsmodell, wo es eben die Ferienbetreuung ist oder Überwinterungen, Langzeitbetreuungen und die Fixbetreuungen eben. Das ist eben hauptsächlich, wo der Partner gestorben ist und so finden sie sich halt im Alter, in der Gemeinschaft wieder, wo es halt passt und für haben halt nur einen paradiesischen Abschluss auf Erden. Sagen wir so, das ist das Ding. Dann habe ich auch noch die Partnervermittlung. Das ist eben bei den Abgabetieren. Also wenn wer die Haltung beenden will, kann er es eben abgeben. Und bleiben halt dann so lange bei mir. Also ich suche dann keinen Partner, sondern ich bett für einen immer. Und es findet sich dann immer wieder ein passender für einen dazu. Und natürlich gebe ich halt die Meerschweinchen auch dann wieder ab. Halt. Bei mir kommen eben Menschen, die was sie meistens immer Gruppen nehmen. Und die sind halt da schon fix fertig zusammengestellt. Denn Meerschweinchen sind soziale Tiere und brauchen Gesellschaft. Schauen wir gleich noch dazu, Jana. So, da alles da. Magst du mit einer kommen? Ich schau mal das Geschehen von draußen. Passt. So, da. Also die Fütterung von der Tiere ist, Heu brauchen sie immer. Da habe ich schon einen speziellen Heulieferanten. Und Mittag kriegst du dann Gemüse und Obst. Das wird dann alles sich in einem großen Futterkorb zusammengeschnitten. Und das haben sie einmal am Tag. Und am Abend kriegst du dann meistens nur ein paar so Leckereien. Jedes Lebewesen hat seine eigene Energie und sein eigenes Potenzial und das Meerschweinchen steht eben fürs innere Kind, für die Seele, für das Leben, Lieben, Lachen. Und das ist, wenn ich bei Erna bin, das ist wie eine Innenreparatur in Schnellverfahren. Und das, die Seele ist und so mein Hauptding. Und das zieht mich, glaube ich, deswegen auch so an. Oder darum verstehen wir uns auch so gut. Die Fellknäuel reparieren die Seele. Birgit, das Meerschweinchenhotel. Immer wieder werden Gebäude gewartet, erweitert und neu arrangiert. Etwas Abwechslung für Mensch und Tier. Perfekt. Das kriegt jetzt dann noch einen Körper rundherum. Und
werde schauen, dass sie es so machen, weil es ist alles so gebaut, dass sie immer überall durch können. Also sie stehen nirgendwo an und das wird dann auch praktisch so ein kleines Einkaufszentrum werden. Das kommt dann zum Springbrunnen und da haben wir heuer noch sehr viel vor. Birgit Bravo hat also weiterhin große Pläne mit ihren kleinen Gästen. Reich wird man damit zwar nicht, aber das ist auch nicht ihr Ziel. Also diese Energie, die was ich bei den Meerschweinchen da reinsteckt, das ist ja wirklich Fulltime. Und es ist aber, ich stehe jeden Tag auf und ich lache. Und dann denke ich mir immer, es ist der perfekte Weg für mich und das perfekte Leben für mich. Und ich habe dieses innere Angekommensein. Das ist diese innere Ruhe, ich weiß, das ist genau das. Und darum investiere ich ja da voll gern mein ganzes Geld hinein, weil ich einfach weiß, das ist so mein Lebensinhalt. Birgit hat ihr Glück gefunden und auch die Schweinlis sind happy. Zumindest hat sich noch keines beschwert. Das ist ja ganz schön aufwendig.